Dem Privatier Ingmar Kutschbach hat es Zeit seines Lebens noch nie finanziell an irgendwas gemangelt. Seine vermögende Mutter Esther hat stets dafür gesorgt, dass er ein Leben im Luxus genießen und sich in den besten Kreisen bewegen kann. Doch die enge Bindung an seine Mutter hat auch ihren Preis. Der gut betuchte Mann hat Schwierigkeiten, echte Nähe zu Frauen zu finden und hatte mit seinen 33 Jahren noch nie eine feste Freundin. Hallo. Hast du gar nicht bemerkt? Naja. Hallo. Wollte Ingmar Kutschbach schließlich krampfhaft eine Beziehung erzwingen? Sperrte er die 23-jährige Russin Oksana Valkova in seinen Keller ein und hielt sie dort gefangen? Sie heißen Ingmar Kutschbach, geboren am 28. März 1979 in Düsseldorf. Sie wohnen in Lohhausen bei Düsseldorf, sind ledig Privatier und seit dem 26. Mai 2012 in Untersuchungshaft in der JVA in Düsseldorf. Um die junge Hausangestellte Oksana Valkova dazu zu bringen, sich ihm wie eine Haussklavin zu unterwerfen, versetzte ihr der Angeklagte am Vormittag des 20. Mai 2012 mit den Worten: "Jetzt werde ich dir mal zeigen, wer der Herr hier im Haus ist", einen heftigen Schlag ins Gesicht. Anschließend zerrte er sie in den Keller seines Hauses in Lohhausen, wo er sie mit Handschellen und einer 4 Meter langen Kette an einen Wandhaken fesselte. In den folgenden 4 Tagen holte er sie dann mehrmals aus dem Keller nach oben, wo er sie angekettet in Dessous für ihn putzen ließ und sie anwies, ihre Mahlzeiten aus einem Hundenapf zu essen. Erst in der Nacht vom 23. auf den 24. Mai gegen 4.45 Uhr gelang Oksana Valkova die Flucht. Die tagelange Fesselung hat an Fuß- und Handgelenken schmerzhafte Fesselmale zur Folge. Zudem leidet die junge Frau seit den Vorkommnissen an einer posttraumatischen Belastungsstörung. Der Angeklagte wird somit der Geiselnahme in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung beschuldigt, strafbar gemäß § 223.1. Herr Kutschbach, möchte sich zum Anklagevorwurf äußern? Herr Richter, alles, was ich dazu sagen kann, ist, dass das eine infame Lüge ist. Was diese Frau versucht, über meine Mutter und mich herzufallen, abzuziehen, das ist einfach ungeheuerlich. Ich würde sagen, wenn es nicht so ernst und nicht so tragisch und nicht so traurig ist, hätte sie von mir aus gerne einen Schauspielpreis verdient. Also die Oksana Valkova, die hat bei Ihnen als Haushaltshilfe gearbeitet, oder? Ja, richtig. Seit Anfang März erst, aber das ist richtig, ja. Das ehemalige Hausmädchen von uns ist weggezogen und meine Mutter hat eine Annonce gegeben, um eine neue zu finden. Oksana hat dann geantwortet und naja, sie hat ihren Russland-Bonus voll ausgespielt. Was heißt ein Russland-Bonus? Ja, meine Mutter hat in der Annonce geschrieben, dass Bewerberinnen aus Russland bevorzugt behandelt werden. Sie ist dort aufgewachsen, wissen Sie, eine sentimentale Geste. Ja, und Oksana hat dann meine Mutter, ich will nicht sagen um den Finger gewickelt, aber dick aufgetragen und irgendeine tragische Familiengeschichte und schon war sie eingestellt. Und sie ist dann mit allen Hab und Gut, mit einigen Habseligkeiten bei uns angekommen die nächsten Tage. Und wie sind Sie mit ihr zurechtgekommen? Anfangs gut. Wir dachten, sie sei zuverlässig, sie sei ordentlich. Aber dann ist meine Mutter zum jährlichen Urlaub nach Saint-Tropez gefahren und ich habe sie nicht wiedererkannt. Oksana. Inwiefern nicht wiedererkannt? Sie hat aufreizende Wäsche angezogen. Ultrakurzer Minirock, tiefer Ausschnitt. Und sie hat mich angebaggert. Es war ekelhaft. Sie gefällt Ihnen nicht. Nicht Ihr Typ. Finden Sie nicht hübsch. Sieht nicht gut aus. Sie können empfinden, was Sie wollen, Herr Staatsanwalt. Aber die äußere Hülle allein ist vielleicht nicht ausschlaggebend für einen Menschen allein. Oder ich weiß ja nicht, wie Sie denken. Aber für mich alleine kann ich sagen, eine Frau muss schon auch was im Kopf haben. Wie hat denn eigentlich Frau Valkova auf Ihre Abfuhr reagiert? Ja, zuerst hat sie getan, so als ob sie gar nicht wüsste, wovon ich spreche. Aber ich muss Ihnen sagen, sie war wirklich verletzt. Und in meiner Naivität habe ich gedacht, dass das Ganze in ein paar Tagen vom Tisch ist. Was ein großer Irrtum war, wie sich dann herausgestellt hat, oder? Die Lage hat sich zugespitzt. Sie hat ihre Arbeit nicht mehr gemacht. Ich durfte selber putzen. Sie war richtig zickig gegen mich. Und dann habe ich ihr gesagt, wenn sie so weitermacht, unter diesen Umständen braucht sie nicht damit rechnen, dass sie bei uns weiter angestellt ist oder eine Festanstellung bekommt. Naja, das hat dem fast die Krone ausgehauen. Sie hat mich angegriffen. Wann war das? Am 24. Mai. In der Früh. Ich, nichtsahnend im Sessel, kommt sie von hinten und zieht mir, wir hatten eine wirklich schwere Obstschale. Naja, und dann hat sie das Geld genommen, den Schmuck von meiner Mutter und ist einfach abgehauen. Ich muss sagen, das ist einfach unglaublich. Ich muss sagen, unglaublich ist, wie Sie sich hier präsentieren. Ne? Skrupellos präsentieren Sie sich hier als Opfer. Sie kennen die Akte, nehme ich mal an. Dann wüssten Sie auch, dass die Aktenlage jedenfalls ein genau umgekehrtes Bild abgibt. Was Oksana erzählt, in bärtiger Grundlage, ist es erstunken und erlogen und unhaltbar. Also mein Mandant hat Frau Valkova niemals wie einen Hund da an einer Kette im Keller gehalten und sie zum Putzen gezwungen. Naja, da würde mich schon interessieren, wo denn diese ganzen Fesselmale herkommen. An den Handgelenken, an den Fußgelenken. Wo sind die her, wenn nicht davon? Haben Sie es immer noch nicht begriffen?
Sie spielt Ihnen was vor, die hat sie sich selber zugefügt. Sie will authentisch sein, das ist alles. Wir werden noch viele Zeugen hören. Sie wissen, dass es absurd ist, was Sie hier von sich geben. Nein, das ist es nicht. Na, Sie genießen es doch, Herr Kutschbach, wenn Sie andere demütigen können. Sie genießen es doch, ne, wenn Sie Macht ausüben können. Was haben Sie gemacht? Das Mädchen war ja in einem Abhängigkeitsverhältnis. Sie haben sie gedemütigt. Und deswegen sage ich Ihnen eines. Ich werde mir heute einige Zeugen hier anhören. Ich werde am Ende ein Plädoyer halten. Und ich werde heute hier beantragen, dass Sie zu einer Freiheitsstrafe von mehr als 5 Jahren verurteilt werden. Das sage ich Ihnen auf den Kopf, jetzt in diesem Moment zu. Warten Sie aber erstmal die Beweisaufnahme ab, Herr Staatsanwalt. Würde ich auch vorstellen. Da gibt es jetzt noch Fragen in der Vernehmung des Angeklagten. Dann treten wir die Beweisaufnahme ein. Oksana Walkova, bitte schön. Und Sie setzt sich zu Herrn Verteidiger, bitte schön. Ja, Frau Walkova, Sie brauchen keine Angst zu haben. Kommen Sie doch einfach nach vorn. Trauen Sie sich nur und nehmen Sie hier vorne Platz. Also einmal durchatmen hilft vielleicht ganz gut. Ja, wir kriegen das schon hin, keine Angst. Sie müssen ja als Zeugin die Wahrheit sagen. Wer was Falsches sagt vor Gericht, der macht sich strafbar. Nachdem gegen Sie zurzeit ja auch ein Verfahren läuft wegen Verdacht des Raubes, muss ich Sie belehren, dass Sie 55 StPO auf einzelne Fragen nicht antworten müssen, wo Sie sich selbst belasten könnten. Ja? Sie heißen Oksana Walkova, sind 23 Jahre alt. Sie sind russische Staatsangehörige. Ja, ich stamme aus Jakutsk. Das ist in Russland, da lebe ich jetzt auch wieder. Sie sprechen sehr gut Deutsch. Danke, das hat mir mein Vater beigebracht. Er hatte eine deutsche Mutter. Mhm. Sie sind ledig? Was sind Sie vom Beruf? Ich habe keinen bestimmten Beruf. Ich mache alles, was ich finden kann. Putzen, Kellnern, in der Fabrik arbeiten. Mhm. Im Moment bin ich aber leider arbeitslos. Mhm. Mit dem Angeklagten sind Sie ja nicht verwandt oder verschwägert. Aber Sie haben bis vor kurzem für ihn als Hausmädchen gearbeitet. Ich habe die Stellenanzeige im Internet gesehen und da man in Russland nicht so leicht gute Arbeit findet, habe ich mir gedacht, dass es mir in Deutschland vielleicht besser geht. Ich habe da sofort hingeschrieben und als sie mir geantwortet haben, da war ich so froh. Ich dachte wirklich, dass das große Glück ist. Mhm. Aber dann, noch nie war jemand so gemein und böse zu mir. Herr Richter, glauben Sie ja kein Wort. Sie zieht doch nur eine Schraube. Sind Sie mal gar nicht dran und verhalten sich mal ganz still. Was ist Ihnen bei den Kutschbachs widerfahren? Zuerst war alles ziemlich ganz normal. Die Kutschbachs waren freundlich, das Arbeiten war gut. Aber dann ist Frau Kutschbach in den Urlaub gefahren. Hm. Da musste ich mit ihrem Sohn alleine bleiben. Und da wurde er immer komischer. Was meinen Sie mit komischer? Er wollte, dass ich so eine komische Dienstmädchenuniform trage. Mit so einem weißen Hut und einem Röckchen. Und dann hat er plötzlich angefangen, mir die ganze Zeit beim Putzen zuzusehen. Ich dachte zuerst, er möchte vielleicht nur schauen, ob ich alles ordentlich mache. Aber der hat nicht auf die Sachen geschaut, die ich geputzt habe. Hm, worauf hat er dann geschaut? Er hat die ganze Zeit auf mich geschaut. Immer auf meinen Ausschnitt und auf meinen Hintern. Lächerlich! Als ob ich Augen für eine Putzfrau hätte. Entschuldigung mal. Ich und meine Mutter, wir verkehren in den besten Kreisen. Wir werden zu den renommiertesten Events eingeladen. Das sind Frauen mit Niveau, mit Intelligenz. Ich schaue doch nicht an der Putzfrau nach. Hatte ich Ihnen nicht gerade gesagt, Sie sollen einfach den Mund halten? Tut mir leid. Ja, also unterbrechen Sie mal die Zeuge nicht dauernd und Sie dürfen bitte fortfahren. Als ich ihm dann gesagt habe, dass er mich bitte nicht so anschauen soll, weil es mir unangenehm ist, dann ist er richtig wütend geworden. Er hat mir gesagt, dass ich hysterisch bin und undankbar und noch irgendwas, was ich nicht verstanden habe. Dann hat er mir verboten, dass ich rausgehe. Und telefonieren durfte ich auch nicht mehr. Da hat er irgendwas eingestellt. Und dann fingen diese sinnlosen Putzaktionen an. Na? Ja, damit wollte er mich wohl... Wie heißt das Wort? Wenn er wollte, dass ich mich schlecht fühle. Demütigen wollte er sie. Demütigen. Er wollte mich demütigen. Könnten Sie uns bitte schildern, wie diese Putzaktionen im Einzelnen aussahen? Ich musste zum Beispiel 3-mal hintereinander alle Toiletten im Haus putzen. Er hat immer wieder gesagt, dass die nicht sauber sind. Dabei waren sie nicht mehr dreckig. Und dann wollte ich, dass ich die ganze Zeit Lampen und Kronleuchter putze. Dabei haben sie schon gefunkelt. Aber das hat er nur getan, weil ich dann auf eine Leiter musste. Dann ist er immer drunter gegangen. Und sie hat einen Rock an, ne? Da hat er immer drunter geschaut. Haben Sie mal versucht, mit ihm darüber zu reden? Ich hatte Angst, dass ich meinen Job verlieren werde. Mhm. Und außerdem war ich ja ganz neu in Deutschland. Alles war fremd. Ich hatte kein Geld und kannte auch niemanden. Aber irgendwann konnte ich das einfach nicht mehr aushalten. Da habe ich was gesagt. Und dann wurde erst alles richtig schlimm. Was heißt, es wurde richtig schlimm? Was ist dann passiert? Er hat mich ins Gesicht geschlagen.
und mir gesagt, dass er mir jetzt zeigen wird, wer der Herr im Haus ist. Und dann hat er mich im Waschkeller genau gezerrt und mich mit einer Eisenkette an die Wand festgemacht. Mhm. Wie einen Hund. Können Sie sich noch erinnern, an welchem Tag das war, als Sie angekettet wurden? 20. Mai. Ich weiß nicht genau, wie lange ich da unten war, aber irgendwann ist er zu mir gekommen und hat gesagt, dass ich ab jetzt nur noch in Unterwäsche putze. Mhm. Und haben Sie es dann gemacht? Ich wollte nicht. Aber er hat mich ganz fies angeschaut und mir gesagt, dass ich vielleicht im Juli meine Familie wiedersehen will. Mhm. Und er mir das nicht garantieren kann, wenn ich nicht alles tue, was er von mir verlangt. Und ich hatte so höllische Angst, dass ich mich ausgezogen habe und mit nach oben bin und dann den Boden geschwuppt habe. War das nur dieses eine Mal? Nein, er kam 3 oder 4 Mal am Tag. Und jedes Mal musste ich was anderes putzen. Und was hat er dabei getan? Er hat mir zugeschaut und mich angestarrt. Es hat ihm richtig Spaß gemacht, mich da rumkriechen zu sehen. Und dann, wenn ich fertig war, da hat er mir eine Belohnung gegeben. Ich musste wie ein Hund im Flur auf dem Boden Müsli aus seinem Hundenapf essen. Das ist doch Schwachsinn. Ist es nicht? Ja, sicher, das ist doch Unsinn. Mhm. Wir haben eine Videoaufzeichnung von der Polizei und die spricht eine andere Sprache. Das Wort Unsinn würde ich vielleicht doch zurücknehmen. Sehen wir uns auf diese Videoaufzeichnung direkt an. Beschluss. Das Polizeivideo vom 25. Mai 2012 wird in Augenschein genommen. Ich zeige es Ihnen allen hier mal auf dem großen Bildschirm. 25. Mai, 14.37 Uhr. Wir befinden uns im Haus der Familie Kutschbach, Veilchenweg 6 in Lohhausen im Kellergeschoss. Ich betrete mit Frau Walkova die Waschküche. Geht's noch bei Ihnen? Jetzt kommt alles nur wieder hoch. Auf diese Habe hat mich Herr Kutschbach festgemacht. Auf diesem Boden musste ich schlafen. Ohne eine Decke und eine Matratze. Die Kette war so lang, dass ich noch so aufs Klo gehen konnte. Das ist gleich hier. Wenigstens konnte ich noch so aufs Klo. Ich weiß eh nicht mehr. Können wir bitte Schluss machen? Gut, Ende der Aufnahme. Ich habe hier ein Spurensicherungsgutachten und demnach wurden am Ring als auch am Türrahmen tatsächlich Abriebspuren von Metall gefunden. Aber Sie wollen weiterhin alles abstreiten, Herr Kutschbach, ja? Ja, Entschuldigung, das Video beweist doch gar nichts. Das ist doch nur dafür da, die Fantasien von Oksana zu bebildern. Also ich bitte Sie... Außerdem, wo ist denn bitte schön die ominöse Eisenkette? Wo sind die Handschellen? Wo ist die Dienstmädchenuniform, ne? Nichts davon wurde gefunden. Genau, ich hatte nichts davon in meinem Haus. Ich sage doch die Wahrheit. Nein. Es wurden aber auch keinerlei Spuren von Ihnen in der Waschküche oder im angrenzenden Bad gefunden, Frau Walkova. Guter Punkt, Herr Vorländer. Es ist nämlich schon auffallend, wie extrem sauber die Waschküche war. Da hat jemand ordentlich poliert. Ja, das stimmt wirklich. Eben, ich zitiere noch mal, das Spurensicherungsgutachten wurden weder von Frau Walkova noch vom Angeklagten Spuren gefunden. Also genau der Raum war offensichtlich der sauberste im ganzen Haus. Dafür gibt es nämlich nur einen Grund. Der Angeklagte musste Spuren beseitigen. Die Handschellen mussten weg, die Vorhängeschlösser mussten weg, die Kette musste weg. Und vor allem musste sauber gemacht werden, damit man nicht auf ihn als Täter kommen würde. Zur Abwechslung musste er mal zum Lappen greifen. Ja, Sie machen wohl Witze, ich putze nicht, das wissen Sie doch. Oksana hat an dem Tag den Raum geputzt, den Waschraum, und deswegen war er so sauber. Nein, ich habe überall putzen müssen, aber nie im Keller. Ich lüge nicht. Der Arzt hat doch auch meine Wunden an den Füßen und an den Händen gesehen. Die Haut war schon ganz abgeschürft, weil ich die ganze Zeit Fußfesseln und Handschellen dran hatte, wenn ich nicht putzen musste. Und die Kette war immer irgendwo festgemacht. Ich bitte Sie, das ist einfach nur Schauspielerei, was Sie da machen. Aber ich habe nichts erfunden. Ich lüge doch gar nicht. Ich hatte höllische Angst, dass er mir auch vielleicht sexuell irgendwas antut oder so. Wer weiß, was alles passiert wäre, wenn ich nicht... abgehauen wäre. Vielleicht hat er mich umgebracht und meine Leiche im Garten verscharrt. Wann und wie ist Ihnen denn dann die Flucht gelungen? Es war in der Nacht von 23. auf 24. Mai. Mhm. Er hat mich um 4 Uhr in der Nacht geweckt und mir gesagt, dass ich jetzt die Bücher in der Bibliothek abstauben muss. Wieder in Unterwäsche. Er saß die ganze Zeit daneben, hat klassische Musik gehört und einen Whisky nach dem anderen getrunken. Und dann wollte er immer wieder, dass ich den runden alten Spiegel in der Bibliothek sauber mache. Mhm. So konnten Sie Ihr Opfer von allen Seiten begaffen. Ich kann nicht erkennen, was daran lustig sein soll, bitteschön. Entschuldigung, es tut mir leid, ja. Aber über so absurde Geschichten kann ich irgendwann einfach nur noch lachen. Ich konnte nicht lachen, ich hatte total Angst. Weiter? Aber zum Glück
ist er nach 3/4 Stunde eingeschlafen. Damit konnte er mir nichts antun und... Sie haben Ihre Chance ergriffen dann, ne? Ja, ich habe mir gedacht, jetzt oder nie. Ich war ja an den Tisch mit der Kette festgemacht, sodass ich nicht einfach so fliehen konnte. Und ich hatte auch total Angst, dass ich ihn wecken werde, wenn ich in seine Hosentasche greife und nach dem Schlüssel suche. Also habe ich eine Obschale von dem Tisch genommen und ihm auch einfach auf den Kopf gehauen. Ich habe ihn dann ein paar Mal angestoßen und als er sich immer noch nicht gerührt hat, da habe ich die Schlüssel genommen und mich befreit. Und dann habe ich mich schnell angezogen, meine Sachen zusammengerafft und bin einfach davon gelaufen. Ja, nicht ohne vorher noch 5000 Euro und 3 Halsketten von der Frau Kutschbach mitzunehmen. Aber doch nur, weil ich total Panik hatte. Als ich schon fast vor der Tür stand, da habe ich mir gedacht, was jetzt aus mir werden soll. Da bin ich noch mal ins Wohnzimmer und als ich gesehen habe, dass er immer noch bewusstlos ist, da bin ich ins Zimmer seiner Mutter und habe dann die Sachen geholt. Ja, die Sie aber am selben Morgen, muss man auch dazu sagen, bei der Polizei wieder abgeliefert haben. Ja. Frau Walkowa ist hundertprozentig nicht das Opfer, das sie hier vorspielt. Die Mutter meines Mandanten, die Frau Kutschbach, die kann bestätigen, dass das alles reine Fantasie sein muss. Die Frau Kutschbach, die hatte ja zur fraglichen Zeit sogar noch mit der Frau Walkowa telefoniert. Und da hat sie nicht eine Silbe über ihre angeblichen Qualen fallen lassen. Nein, Herr Kutschbach stand die ganze Zeit daneben und ich hatte total Angst. Das ist doch Unsinn. Ich würde fast vorschlagen, dass wir jetzt auch erstmal die Frau Kutschbach vernehmen. Ja, ich glaube, es ist inzwischen doch arg belastend für Sie, die ganze Vernehmung. Also ich entlasse Sie noch mal nicht, aber nimm es doch gerade mal hinten Platz. Esther Kutschbach, bitteschön. Hallo, Liebling. Hallo. Gleich wird sich alles aufklären. Ja, jetzt nehmen Sie einfach erstmal Platz, bitte, Frau Kutschbach. Ja. Etwa auf diesem Stuhl? Ja, irgendwas nicht in Ordnung damit? Ja, für dieses unbequeme Sitzmöbel wäre vielleicht mal ein Kissen angebracht. Also Entschuldigung, bis jetzt hat sich da eigentlich noch gar niemand beschwert. Und ich bin mir ganz sicher, dass auch Sie Ihre Aussage auf diesem Stuhl machen können. Wie jeder andere Bürger auch. Ich glaube, Sie werden es überstehen. Ich glaube, der ist sogar ganz gut gepolstert. Ja. Naja. Es wird mir nichts anderes übrig bleiben. Ja, zuerst mal muss ich Sie darüber aufklären, dass Sie die Wahrheit sagen müssen. Wer das was Falsches sagt, macht sich strafbar. Das ist doch selbstverständlich. Gut, Sie heißen Esther Kutschbach, 52 Jahre alt. Sie wohnen in Lohhausen bei Düsseldorf. Sie sind geschieden. Richtig. Ich habe insgesamt 3-mal versucht, eine Ehe zu führen. Aber ich habe immer nur Pech mit den Männern gehabt. Naja, es ist im Grunde wie mit den Dienstboten. Zuerst glaubt man, alles läuft gut. Und man denkt, man hat die eine große Ausnahme gefunden in dieser verqueren Welt. Und dann wird man bitter enttäuscht, nicht wahr? Und findet sich wieder in einem Scherbenhaufen aus Lügen und Intrigen. Ja, mit Oksana, es ist mir ebenso ergangen, nicht wahr? Mit mir? Mhm. Ihr Sohn ist ein Verrückter, er hat mich gehalten wie einen Hund! Halt die Klappe. Wie bitte? Entschuldigung, Ihnen steht es überhaupt nicht an, irgendjemand den Mund zu verbieten, nur dass das schon mal klar wird. Aber dieses Fräulein darf jetzt auch mal ganz ruhig sein. Du, ich habe dir am Haschal aus Russland eine Chance geben wollen. Und wie dankst du es, dass du über meinen Sohn solche Lügengeschichten erzählst? Das kann doch wohl nicht wahr sein. So, jetzt mal ganz langsam. Ja? Erstmal bin ich noch bei Ihren Personalen und die bringen wir erstmal zu Ende und dann unterhalten wir uns und Sie antworten bitte auf meine Fragen, statt hier irgendjemanden direkt anzugreifen. Also, von Beruf sind Sie was? Ich habe keinen Beruf. Ich habe nie einen gebraucht. Gut. Und Sie sind die Mutter des Angeklagten und als Mutter haben Sie ein Zeugnisverweigerungsrecht. Ich belehre Sie also, Sie müssen hier nicht aussagen, wenn Sie hier nicht wollen. Aber natürlich will ich aussagen. Ich bin hier, damit diese Horrorgeschichten und Lügen und Verleumdungen endlich aus der Welt geschaffen werden. Also, der Vorwurf ist Ihnen bekannt, nehme ich mal an. Ihrem Sohn wird vorgeworfen, vom 20. bis 24. Mai diesen Jahres im Keller die Frau Walkowa an einer Eisenkette festgekettet und dort im Keller gehalten zu haben und sie dann zu demütigenden Putzdiensten gezwungen zu haben. Das ist alles erstunken und erlogen. Ist das nicht? Natürlich ist es das. Ihr Sohn hat mich wie eine Sklavin behandelt, auch wenn Sie es nicht wahrhaben wollen. Jetzt hör mir mal gut zu, du russisches kleines Mädel. Ich hab dich aus dem tiefsten Russland geholt. Herr Richter, ich habe die Reisekosten bezahlt. Ja,
Ich weiß, wo du herkommst. Aber du lügst und betrügst. Ich habe dieses Mädchen geholt. Ich habe sie in mein Heim aufgenommen. Ich habe ihr ein wunderschönes Zimmer gegeben, nicht wahr? Einen guten Job. Sehr, sehr, sehr gut bezahlt. Wie dankst du es uns, mir und meinem Sohn? Du hast uns belogen, bedroht, bestohlen, mit Dreck beschmissen hast du uns. Schon mal auf die Idee gekommen, dass ihr Sohn dieser Lügner sein könnte? Frage ich Sie einfach mal. Lieber Herr Staatsanwalt, ich bin die Mutter. Ich kenne meinen Sohn sehr gut. Ich bin gar nicht so lieb, das kann ich Ihnen sagen. Und Sie sind doch nicht auf die Idee gekommen, ja? Nein, mit Sicherheit nicht. Mein Sohn lügt nicht. Aber jetzt, wo Sie es sagen, fallen mir da einige Sachen ein im Nachhinein. Ja. Na, quasi wie Schuppen von den Augen. Die Sache mit dem Kleiderschrank zum Beispiel. Kleiderschrank. Also für mich steht es hier außer Frage, wer hier die Lügnerin ist. Was war das für eine Sache mit dem Kleiderschrank? Also ich fahre jedes Jahr mit meinen Freundinnen nach Saint-Tropez. Und zu diesem Anlass wollte ich mir einen neuen Badeanzug kaufen, shoppen gehen halt. Und bin runter ans Auto und da fällt mir auf, oh, ich habe meine Brille vergessen. Dann bin ich wieder hoch ins Ankleidezimmer und da steht dieses kleine Unschuldslamm vor meinem Spiegel. Oksana. Ja und? Na, sie hatte mein teuerstes, neuestes Designerkleid aus dem Schrank geholt, sich vor den Körper gehalten und sich so vor dem Spiegel damit gedreht, meine Goldkette um den Hals und hat getan, als wenn ihr die Sachen gehören würden. Hm? Diese Geschichte ist absolut nicht wahr. Moment, jetzt lassen Sie mal die Zeugin. Haben Sie sie zur Rede gestellt? Natürlich habe ich das. Und dann kam wieder, ach Gott, sie kann ja Gott so die Tränenreiche, die Unschuldige spielen. Sie wollte nur meine Sachen kontrollieren, auf Fleckenlosigkeit und auf Vollständigkeit. Also wirklich, glaub, diese Lügengeschichte, das ist doch in Wahrheit, Herr Richter, hat sie nur schon mal ausgecheckt, was sie alles abgreifen kann. Jetzt lassen Sie uns mal zu den Fakten kommen, und zwar zum Beispiel zu Ihrer Aussage bei der Polizei. Da haben Sie ausgesagt, dass Sie während Ihres Urlaubs mit der Frau Walkova telefoniert haben. Ja, das ist richtig. Während meiner Abwesenheit, wenn ich im Ausland bin, telefonieren mein Sohn und ich täglich. Und er hat sich beschwert. Erst am Anfang wenig, hat gesagt, naja, das Mädchen ist nicht mehr zuverlässig, sie putzt nicht mehr, er musste sogar selbst den Lappen in die Hand nehmen und das steigerte sich darin, dass er sagt, sie wird unverschämt, sie fängt an, mich anzumachen, die Ausschnitte werden immer tiefer, der Rock immer kürzer, sie bückt sich vor mir, dass ich die unter ihm war, das peinlich, Herr Richter, und er wusste nicht, wie er reagieren sollte, und dann habe ich gesagt, komm, Sohn, reich sie mir mal an den Hörer. Wann waren das? Am Morgen des 22. Mai. Jawohl. Und ich habe sie zur Rede gestellt und habe gesagt, pass mal auf, Fräulein. Auch wenn du aus Russland kommst, auch wenn mir deine ganze Geschichte wahnsinnig leid tust, aber wenn du deinen Job nicht machst und meinen Sohn in dieser unzüchtigen Art und Weise angehst, dann fliegst du raus. Und ihre Reaktion war eindeutig, wirklich. Also es war eindeutig, ich kann meinem Sohn nur glauben und dass er die Wahrheit sagt, sonst hätte sie anders reagiert. Was heißt, die Reaktion war eindeutig? Wie hat sie denn genau reagiert? Naja, so wie sie das ja scheinbar an ihren Augen kann ich das sehen, auch hier reagiert hat mit Schluchzen und Weinen und auf die Tränendrüse. Sie hat mir eine Wahnsinnsgeschichte, wie leid es ihr tut. Sie hat sich für das Fehlverhalten entschuldigt. Sie hat gesagt, das kommt bestimmt nicht mehr vor und ich solle ihr doch verzeihen und ihr sei diese ganze Umgebung zu Kopf gestiegen. Das kann man ja auch verstehen, wenn man weiß, wo sie herkommt. Und jedenfalls, ja, sie tat mir dann doch auch wieder leid. Und in meiner Gutmütigkeit habe ich ihr dann eine zweite Chance gegeben. Aber Herr Richter, wirklich, mein Sohn sagt die Wahrheit, sonst würde doch dieses ganze Telefonat überhaupt keinen Sinn ergeben. Frau Walkova, stimmt denn das so? Ist das Telefonat so abgelaufen? Ich habe vielleicht damals so gesagt, aber nur weil ich total Angst hatte. Herr Kutschbach stand die ganze Zeit daneben und hat den Hörer zugehalten. Und dann hat er mir gesagt, dass ich jetzt aufpassen soll, was ich sagen werde, wenn ich meine Familie wieder sehen will. Erst dann habe ich mit Frau Kutschbach gesprochen. Das ist doch Unsinn. Das ist gelogen und erfunden. Also wirklich? Nicht wahr? Oder? Das nicht wahr. Sie sagen, es ist ihm nicht wahr. Er ist niedergeschlagen worden. Ja, aber sie hat die Kette und das Geld mitgenommen. Das hatte sie von vornherein so geplant. Er ist niedergeschlagen worden, weil das Hausmädchen fliehen wollte. Nur so konnte sie den Fängen entkommen. Das deswegen ist sie niedergeschlagen worden. Das ist eine bloße Behauptung, Herr Staatsanwalt. Na, sie hat den Schmuck mitgenommen, das ist auch richtig, aber sie ist zur Polizei damit gegangen. Und sie hat auch zugeschlagen, oder meinen Sie, mein Sohn haut sich die Schüssel selbst über den Kopf? Ich sag's nochmal, sie musste fliehen. Und sie ist gleich zur Polizei gegangen, hat dort den Schmuck abgeladen. Na? Ja. Und ihren Ex-Mann hören wir uns ja auch noch an. Den kennen Sie ja wohl noch, ne? Gero Rosenfeld. Wissen Sie, was der zu sagen hat, darauf gebe ich keinen Pfifferling. Ja, aber ganz ehrlich, was Sie drauf geben, interessiert ja auch keinen. Wissen Sie? Sie geben keinen Pfifferling drauf, weil Sie nicht hören wollen, was er zu sagen hat. Ne? Aber ich sage Ihnen einfach mal, was er zu sagen hat. Oder gibt es doch Fragen? Die Welt wird dann ganz anders aussehen. Keine weiteren Fragen. Sie bleiben unvereidigt. Danke und nehmen bitte hinten Platz. Okay.